Palegina findet wieder zu ihrem entschlossenen Gebaren. Botschafter, was genau erwarten die Dux von mir? Die Instabilität des Dürrwalds hat uns die Gelegenheit eröffnet, ihren Handel mit ihr Glamfat zu übernehmen. Wir müssen nur zur Sicherung bestehender Handelsabkommen schon bald mit den Glamfantanern treffen. Die Straßen nach Zwillingsholm können natürlich gefährlich sein, aber genau deshalb wirst du dort unsere Repräsentantin sein. Echosi, Ambassador. But won't this provoke the dear Woodens? Their country is falling apart and we are already dividing up their trade alliances. Palleginas Federn sträuben sich. Sieht sicher cool aus. Aber dennoch spricht sie mit ungewöhnlich sanftmütiger Stimme. Ekossi, Botschafter, aber wird das nicht die Dürrwälder provozieren? Ihr Land ist im Zerfall begriffen und wir teilen schon ihre Handelsbündnisse unter uns auf. Provozieren? Zu was denn, einer Kriegserklärung etwa? Das würde ich den Dürrwäldern sogar noch zutrauen, wenn sie schon mit Bomben um sich werfen. Es ist zwar nicht die Schuld der Republiken, ach so ja, die Valianischen Republiken, so hießen die, aber die Armeen des Dürrwald wurden einer ganzen Soldatengeneration beraubt. Es wäre natürlich diesen Vorteil nicht auszunutzen, wenn wir es nicht tun, dann die Witkeraner, also die nördlichen Nachbarn. Botschafter, angesichts dessen, was diese Leute durchgemacht haben, ist das ziemlich kaltherzig. Botschafter, darüber hinaus gibt es noch einen praktischen Aspekt zu berücksichtigen. Von diesem Abkommen könnten wir zwar kurzfristig profitieren, aber was ist mit der Zukunft? Der Dürrwald wird das nicht vergessen und die Republiken könnten den Preis dafür bezahlen. Der Botschafter selbst. Palegina, wir sind nicht die Dux, sie entscheiden und wir müssen ihre Befehle ausführen. Es ist ja auch nicht so, als würden sie dich bitten, jemanden zu ermorden. Palegina hebt eine Augenbraue und beißt die Zähne zusammen, sagt aber nichts. Palegina, Palegina. Er schüttelt den Kopf. Reise nach Zwillingsholm, sprich mit dem Anamenfat. Beeindrucke sie mit der Instabilität des Dürrwalds und versichere ihren Wunsch der Valianischen Republiken, sich ihre Handelsgeschäfte aufzunehmen. Of course, Ambassador. Nach einer langen und unbehaglichen Pause atmet Palegina tief aus und ihr Körper resigniert die Spannung verliert. Schließen sich ihre Augen kurz. Natürlich, Botschafter. Der Botschafter nickt und lächelt väterlich. Dann schaut er dich an. Ich weiß, dass ihr geplant habt, diese Krise zusammen zu untersuchen, nicht? Aber ich hoffe, dass du dir Palleginas Verantwortlichkeiten bewusst bist. Natürlich, Botschafter, wir haben alle Pflichten zu erfüllen. Das bin ich, aber ich werde sie trotzdem untersuchen. Verantwortlichkeiten hin oder her. Unverbindlich nicken. Witzel verzieht seinen Mund, während er versucht, seine Absichten zu deuten. Nach einem langen Augenblick aber gibt er auf. Sehr gut. Wenn du mich nun bitte entschuldigen würdest. Gut, das wäre das Thema. Could have gone better. Could have gone worse. Hätte besser laufen können, aber auch schlechter. Not that you helped put up much of a fight. Sie blickt dich verdüstert an. Ist ja nicht so, als ob du dich so recht verteidigt hättest. Was gibt es da zu kämpfen? Du hast deine Befehle. Außerdem hast du eh schon Schwierigkeiten mit den Dux. Ich glaube, du hast recht, aber ich wollte die Botschafter nicht noch wütender machen. Enough wisdom for both of us. Now, I just need to find out how to get to Twin Elms, before the Ambassador loses his patience. So, genug Weisheit für uns beide. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich nach Zwillingsholm komme, bevor der Botschafter seine Geduld verliert. Sie hält in Gedanken inne. Trotzdem fürchte ich, dass dieses Abkommen mit den Glamfantanern den Dürrwald weiter schwächen wird und den Republiken in den kommenden Jahren dadurch Probleme bereiten wird. Palegina, führe einfach deine Befehle aus. Auf diese Weise wirst du am ehesten nicht in Schwierigkeiten geraten. Folge deinem Herzen, tu, was deiner Meinung nach für die Republiken am besten ist, ist wieder mal die Paladine Antwort. Nur der Weg nach Zwillingsholm ist weit. Du wirst genügend Zeit haben, es zu überdenken. Verus. Sie nickt und seufzt. Verus. Mhm. Hast du sonst noch was zu sagen? Hail and well met. Was kann dieser bescheidene Diener der Republiken für dich tun?
Palinginas sagt, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Bei was? Natürlich. Ich habe bereits vernommen, dass du mit den Dominants die Klinge gekreuzt hast. Und doch bist du noch hier. Äußerst beeindruckend. Versano hatte Glück, dass du zur rechten Zeit kamst. Aber kommen wir zum Geschäft. Eine recht berüchtigte Gruppe von Abenteurern, die sich die Vergessenen nennt, hat sich einen Namen gemacht, indem sie inquitalische Ruinen im Dürrwald plündert und die gestohlenen Rückte an ihre Gönner in der Valianischen Republik verkauft. Man muss ihnen das Handwerk legen. Du weißt gewiss, dass der Handel mit inquitalischen Relikten im Dürrwald strengstens verboten ist. Wenn herauskommt, dass das angesehene Adlige in den Republiken das Verbot des Dux missachtet, inquitalische Ruinen zu plündern, würde das eine Reihe von wertvollen Handelsabkommen gefährden oder sogar zu einem Embargo für den Import von valianischen Waren nach Tutzbucht führen. Das darf ich nicht zulassen. Die Behörden wissen nichts von dieser Schmuggelei. Sie haben gewiss Gerüchte gehört. Sie scheinen sie aber nicht zu glauben, sonst hätten sie mich herzitiert. Das haben sie bisher nicht. Warum lässt du die Vergessen nicht einfach töten? Was kann ich für dich tun? Er lächelt erleichtert. Danke. Ein bekannter Kaufmann in den Republiken, Mestre Barkosi, hat ebenfalls ein Interesse an den vitalischen Relikten entwickelt und hat einen Käufer nach Trutzbucht geschickt, um sich mit dem Vergessenen zu treffen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Schmelzsiegelritter den Käufer verhören. Ich habe angedeutet, dass er ein gesuchter Verbrecher sein könnte. Du musst dich als der Käufer ausgeben, als Barkosis Vertreter und in Erfahrung bringen, wie die Vergessenen die Relikte aus Trutzbucht schmuggeln. Mit dem Wissen kann ich ihnen diskret das Handwerk legen und sie in den Augen ihrer Mäzene diskreditieren. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Was kannst du mir über die Valianischen Republiken erzählen? Sie sind reich in allen Belangen, an Geldstil und an Kultur. Wirst du in die Republiken reisen, du wirst sie nicht wieder verlassen wollen. Warum sollte man auch? Die Leute dort sind wunderschön und charmant. Du bist nicht gerade etwas überheblich, oder Kumpel? Ich bin hier, weil die Songretta Ducala es wünscht. Aber sobald mein Termin vorüber ist, springe ich auf das erste Schiff zurück und werde von hier bis Selona singen. Was tust du hier? Als valianischer Botschafter muss ich dafür sorgen, dass der Handel mit dem Dürrwald stark und rentabel bleibt. Okay. Leb wohl. Ja, die Vergessenen. The Forgotten. Aus welchem Spiel war das jetzt nochmal? Oder war das aus einem Film, die Forgotten? Ein Buch. 4 Mechanik und 5 Dietriche. Ich habe nicht genug Mechanik, oder? Doch, hätte ich. Nice and quiet. I'll get it open. Schloss geknackt. Oh, Silberpanz kann ich immer gebrauchen und Nopal auch. Ich glaube, Schlösser sollte ich eh knacken, wenn ich sie sehe. Das Knacken der Schlösser bringt mir ja keinen Malus ein. So, das war's, glaube ich, schon mit der valianischen Botschaft. Der Treppe nach oben sehe ich jedenfalls nicht. Und es gibt nur die 3 Räume, ja. Okay, dann suchen wir uns als nächstes Burg Melztiegel. Wie sehen meine Werte eigentlich aus? Ehrlich und wohltätig könnte ich auf 3-mal steigern. Ich bin so viel wie alles außer grausam. Die Justitia hier müssten alle Schmelztiegelritter sein, so wie die aussehen. Wer hat Interesse? Einzigartige Gelegenheit. Interesse an was? Selbst die wagemutigsten Abenteurer müssen bei Kräften bleiben. Ach, du bist nur ein Stadtschreier, hä? Ein paar Edelleute. Urist. Ja, Urist ist ein typischer Name aus Dwarf Fortress. Ist da jemand ein Dwarf Fortress-Fan? Burg Schmelztiegel ist hier unten. Ups.
Ne? Geben wir aber wieder Gas. Und weg. Justiz hier. Bin mal gespannt, ob die Justiz hier die Schmelztiegelritter sind, ob die Schmelztiegelritter jetzt nochmal ganz anders aussehen. Nein, das sind Schmelztiegelritter. Was führt dich zur Burg? Alpmar wirft dir einen echt abschätzenden Blick zu. Den Namen in seinem Gesicht nachzuurteilen, kann er sich glücklich schätzen, überhaupt dazu in der Lage zu sein. Jeden Tag strömen mehr aus dem Hinterland nach des Trotzburg. So wird es während der Wache nicht langweilig. Du siehst so aus, als wärst du selbst erst angekommen. Wer bist du? Ein Soldat der Schmelztiegelritter und stolz darauf. Ich helfe dabei, den Betrieb der Burg aufrechtzuerhalten, damit sich Kommandant Kleiver auf wichtige Dinge konzentrieren kann. Suchst du etwas? Oder klopfst du dir nur den Dreck vor den Stiefeln? Was ist in Burg Schmelztiegel los? Sie ist das Hauptquartier der Schmelztiegel-Ritter. Hier lagern wir Waffen und Rüstungen und sind viele unserer Soldaten untergebracht. Kommandant Kleiver ist im hinteren Bereich und arbeitet Pläne aus. Wie immer, er kratzt sich die narbige Wange. Die Schmiede befindet sich am westlichen Ende des Gebäudes. Dort findest du auch unseren Schmiedemeister Dunstan. Es gibt auch einen Schrein für den Golem, wenn du zur betenden Zunft gehörst. Erzähl mir von den Schmelztiegelrittern. Wir sind die Verteidiger von Trutzbucht. Wir sind nicht wirklich eine offizielle Ritterschaft. Verrate Kommandant Kleiver aber nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Er grinst. Wir waren die erste organisierte Miliz, die sich der Ederianischen Herrschaft stellte, und heute sind wir die größte Macht in der Stadt. Unsere Soldaten werden einer jahrelangen Kampfausbildung unterzogen, und unsere Offiziere müssen ihre Seele vor diesem Kriechtier draußen in der Dünrothstraße lesen lassen. Dünrothstraße lesen lassen. Was hat es mit der Dünrothstraße auf sich? Nur eine Anforderung der Schmelztiegelritter. Damit die hohen Tiere wissen, dass sie in der Vergangenheit deiner Seele kein Chaos vorhanden ist. Einmal verbreitet sein Stand. Ich habe keine Probleme damit, wenn sie auf die Reinheit ihrer Ränge achten. Ich wünschte nur, sie würden bei dem Anheuern ihrer Medien vorsichtig sein. Was ist denn verkehrt an ihren Medien? Er verlagert sein Gewicht und blickt auf die leeren Hallen. Das sind größtenteils Orlaner. Ich bin mir sicher, dass sie ausreichend Talent haben, man kann ihnen aber nicht trauen. Die Feindlichkeit liegt in ihrer Natur und sie haben im Laufe der Jahre gelernt, sich zu verstecken. Er runzelt die Stirn und verschränkt die Arme. Ich sage ja nur, dass sie wenigstens von anderen überwacht werden sollten. Das ist doch nur vernünftig, oder? Wenn man sie besser behandeln würde, würdest du dir keine Sorgen über ihre Feindseligkeit machen müssen. Atma zuckt mit den Schultern. Ich sage nur die Wahrheit. Heutzutage scheint es kein schlimmeres Verbrechen zu geben. Das ist alles. Ah, die Dünrothstraße, die war in Farnheim. Das war diese Geheimorganisation. Ich gehe, glaube ich, dann nochmal hin. Und versuche mir über den einen Schmelztiegelritter in Erfahrung zu bringen. Das war dieser Geheimdienst. Das ist, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Weil ich habe ja hier die Queste. Abtrünniger Ritter. Wurde von einem anderen Ritter aus den Schmelztiegeln geworfen. Brustharnisch. Osric hat auch erwähnt, das Heilen oder einer Offizier in den Hammer. Ja, genau. Er glaubt, dass sein Rivale ein Dokument gefälscht hat, in dem die Dünrothstraße die Reinheit seiner Seele bestätigt. Genau das wollte ich doch. Dann müssen wir also jetzt nochmal nach Farnheim zurück. In die Dünrothstraße. Die war nämlich, soweit ich weiß, in Farnheim. Also dieser Geheimbund da aus Orlanern. Vielleicht kann ich dort doch noch was erfahren über den Haus Hadret.
Das war Kote Flass. Oder waren die am Kupferweg? Also ich weiß, in Ondras Geschenk waren sie nicht. War das das Haus hier? Gucken wir mal einfach. Genau, das ist das Dünnrot-Anwesen. Sehr schön. Dünnrot-Agent. Dünnrot. Du da. Good day to you. Leb wohl. Sicher nicht, werden wir hier einfach die bestehlen. Dünnrot-Agenten. Äh.